Heute wird es schnitzelig in der Schweiz. Wir stehen vor der Institution und dem Hotspot in der Schweiz, und zwar dem Old Swiss House. Das gibt's hier schon seit 1858 um den Dreh, aber seit Jahrzehnten ist hier das Schnitzel das absolute Programm in der Schweiz, was man machen muss. Schnitzel kommt ja ursprünglich aus Wien. Das wird frisch am Tisch gemacht. Alles weitere dazu gleich da drin. Das ist genau so ein snobbiges Etablissement, wie wir brauchen. Wir sehen ja auch schon wieder snobbig aus. Und bevor es jetzt hier weitergeht. Meine normalen Klamotten. Das ist leider wirklich so. Ne? Ja, sitzt du so vorm PC? Nein, das natürlich nicht. Aber wenn ich rausgehe, ziehe ich mir das schon so an. Wie sitzt du vorm PC? Ja, mit Schlafanzug. Hose, ja, nein? Ja, schon. Ja. Nein, sonst stinkt's. Ich habe mich natürlich auch wieder fantastisch und schön angezogen. Was hier drunter ist, seht ihr jetzt in der kleinen Live-Reaction, die wir natürlich noch von Peter gefilmt haben, als er das erste Mal mein Outfit des Tages gesehen hat. Enjoy. Okay, Peter, ich bin fertig umgezogen. Bist du bereit? Ja, ich möchte deine Schönheit sehen. Ich bin so schön unterwegs heute, Peter. Oh ja. Es geht. Ich dachte, ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Peter, wir sind doch am Anfang von unserem Trip. Das ist doch schön, oder? Das Grüne. Ja, natürlich. Noch ein kleiner Side-Effekt, Peter. Ich bin ein großer Polo-Fan. Oh mein Gott, ist das fucking schrecklich. Oh Und mein manchmal Gott. Muss man auch durchziehen. Nein! So oh yeah. Mit dir dahin. Reichtum, Polo, Excitement. Wir gehen rüber zum Restaurant wieder. Wir haben ein paar Facts vorbereitet für dieses Etablissement. Ich pitche es dir nochmal, damit du auch wie die Zuschauer abgeholt bist. Old Swiss House. Bin abgeholt. Let's go. Ich will schnell. 1858 steht das schon hier. Seit 70 Jahren ist das eine Gastro. Und seit 60 Jahren, also wirklich mehrere Jahrzehnte, machen die diese Schnitzel am Tisch. Das ist wirklich eine Institution hier. Auf der Karte steht, seit 80 Jahren ist das Ding, das Schnitzel hier am Start. Seit 60 Jahren, sag ich, weil das habe ich so recherchiert. Und das kann auch nach 80 Jahren sein. Am Anfang war hier ein Tierpräparator drin. Ja. Das war das Erste, was die hier gemacht haben. Tiere ausgestopft. Let's go. Erste Etage, hier oben drüber, ist, ich muss es ablesen, damit ich hier nichts falsch sage, der Circle 33. Okay. Der Kreis 33, das ist ein exklusiver Member-Club und eine Zigarren-Lounge. Okay, exklusive Member-Club, dürfen wir nicht rein. Vielleicht. Man sollte nicht rauchen. Würdest du eine Zigarre mit mir rauchen, wenn wir rein? Ja, klar. Volle Kanne. Ja, klar. Volle Kanne auch direkt. Erdgeschoss ist das Restaurant. Im Keller ist eine unfassbare Weinsammlung. 30.000 Weine sind da im Keller. Und eine makellose Rothschild. Jetzt muss ich es wirklich ablehnen. Eine lückenlose Chateau Mouton Rothschild-Sammlung, die von 1911, wo das gestartet ist, bis jetzt nach wie vor geführt wird. Also das heißt, jedes Jahr haben die mindestens eine Flasche da? Korrekt. Das ist insane. Und kleiner Funfact, da sind auch unfassbar viele berühmte Leute schon essen gegangen. Nicht nur wir beide, unter anderem Herr Gorbatschow. Okay, das finde ich krass. Und Roger Federer, um jetzt mal zwei zumindest zu nennen. Der war Tennis, ne? Ganz schön okay gewesen in Tennis, okay, ja. Da hängen auch ganz viele Bilder, seht ihr gleich auch noch, wenn wir reingehen. Viel mehr würde ich vielleicht auch nicht mehr dazu sagen, außer dass vielleicht ein Schnitzel 64 Franken kostet. 64 Stutz? Aber das ist ja nicht nur irgendein Schnitzel. Richtig. Vielleicht ist es das wert. Wir finden es raus. Ist auch nicht nur das Schnitzel, wir haben ja noch Pasta mit so Krümel und so bei. Ja, seht ihr gleich zum, alles in der zum Schnitzel Zukunft. Noch ein bisschen Beilage zum Satt machen, ne? Weil richtig. Schnitzel ist so leicht. Ja, das ist was leicht. Weißt du, das wird ja frisch gemacht, da ist viel Luft drin in der Panade. Lecker. Falls ihr aber mal kein Schnitzel zur Hand habt, kein Problem. Dieser Trip ist ja gesponsert von meinem Partner Löwenanteil. Die haben dich per se mit eingeladen, ja, ne, muss stimmt, man sagen. Ja. Dankeschön, also, Löwenanteil. Ein Shoutout dafür. An Löwenanteil. 10% könnt ihr sparen mit unserem Snob-Tour-Code. Könnt ihr einfach da eingeben, spart 10%. Gibt auch eine neue Sorte. Erdnusscurry ist das. Wir haben sie euch auch schon mal gezeigt im ersten Video. Damit könnt ihr sehr schnell eine Mahlzeit zubereiten, falls es mal nicht für einen Schnitzel reicht oder auch nicht für einen Schweiz-Trip. Gibt es das natürlich auch zu euch nach Hause, weil das Ganze wird geliefert. Ist 100% natürlich und hat ein schönes Bio-Zertifikat. Natürlich. Sind keine Zusätze drin von Zucker oder irgendwelche Konservierungsstoffen. Trotzdem ja haltbar, was cool. Insane ist. Und auch super lecker, was auch insane ist. So in Gläsern wie so wie früher die Oma, die was eingemacht hat. Ja, eingemacht Gläser. Ja. Aber nur in lecker, lecker. In lecker. Und in gesund. Oh. Weil sind nämlich große Portionen, kannst auch locker für zwei Leute, also zwei Meals in einer Dose von essen. Macht dementsprechend lange satt. Schaut doch gerne mal rein, kurz Snob-Tour. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Gibt auch Probierpakete und ihr könnt euch auch was zusammenstellen. Ich würde es mal durchziehen. Jetzt haben wir lange gewartet. Rein. Ja, wir gehen jetzt da rein, oder? Tschüss. Ist das okay?
okay, wenn wir hier noch ein wenig filmen, den Wegner. Was wir wollen, okay. Das ist eine gefährliche Aussage. Ich habe gelesen, was im Keller ist, dann los geht's. Ja, stimmt, ja. Ah, das ist nicht in dem Keller. Okay. Aber es ist die Mutter Rothschild-Sammlung. Die ist hier. Da, wo die Namen draufstehen, da, das haben diejenigen kreiert, die Etiketten. Und die älteste ist 1867 ganz um. 1867 ja. Sogar. Oh. Das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Wo liegen die ganzen anderen Weine? Aus dem Weinkeller zum Beispiel? Die sind in einem anderen Weinkeller. Okay, alles klar. Ich muss mal kurz. Ich weiß nicht, ob wir noch die Smoker Lounge oben anschauen wollen. Dürfen wir da rein? Ja, klar. Wir gehen oben in die Smoker Lounge, wir dürfen da rein. Okay. Peter, es geht los. Oh, wir dürfen rein. Peter, das ist richtig cool. Siehst du das? Das ist wie so ein Orden. Ich habe ein bisschen Sorge. Sollen wir schon rein? Naja, bestimmt. Ach, du heilige Mutter. Da war ein Türcode, ne? Ja. Das musst du da mit einem bringen. Hier am Tor? Peter, können wir auch Teil von so einem exklusiven Club werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ui. Ach, du heilige Mutter. Und das ist normalerweise nur sozusagen für Mitglieder. Ja. Ja, okay, verstehe. Die dann hier ihre Zeit verbringen. Und da kann man dann jederzeit rein oder gibt es so Club-Meetings? Also es ist schon ein Members-Club, heißt C33. Mhm. Aber die Gäste, die unten sind und rauchen möchten, und Zigarre rauchen. Ah, okay. Ah, das ist ja wirklich fantastisch. Guck mal hier, das ist doch hier das, was wir gerade eben von unten gesehen haben, oder? Hier die. Noch ein Raum. Ja, da ist für Meetings und etc. oder so ein schönes Bankett für bestimmte Gäste. Aha, hier gibt es noch ein Servicetelefon, das funktioniert anscheinend auch. Das ist ja super wild. Spannend. Meetings und Bankett oder so Weihnachtsfeiern, private. Alles noch mit hier drin. Das ist aber nicht exklusiv von, für die Member dann. Das kann man jeder hier sich buchen dazu, das oder? Für gute Gäste. Für gute Gäste, verbuchen. Okay. Genau. Und wie oft müssten wir kommen, bis wir gute Gäste sind? Das werden wir schon hinkriegen. Das werden wir hinkriegen. Ja, yeah, okay, sehr gut. Ich bin eingeschüchtert. Dito. Ja. Das kriegt man bei uns sehr wenig hin, ne? Yeah. Hast du gesehen, dass in der Zigarrenlounge diese Rothschild-Weine da offen waren? Mhm. Dass die getrunken haben? Waren das aber die Flaschen wohl? Ja, höchstwahrscheinlich. Oder nochmal extra Drucke? Nee, da war schon so eine 1979er Flasche, okay. Stand da gerade eben offen. Leer leider, sonst können wir nochmal schnell so ein Tröpfchen. Also wenn Bram macht Finanzen, ne? Wenn wir da nochmal kurz einmal durchrufen könnten, Peter, wenn wir noch einmal kurz Tasting. Kann ich eine Flasche Wein nur ausgeben, ey, das wäre, nur sagt er, ja klar, eine Flasche Wein geht eine Flasche geht. Hier steht Dornfelder, aber ich kann auch nicht gut lesen, kann ich sagen. Und dann passt das schon. Wir sind fast unten im Gastrum angekommen. Wir sind fast auch neben unserem Tisch. Wir haben hier noch den Weg nach unten. Ja. Wir müssen auch noch weiter erkunden. Bevor das hier richtig losgeht. Hier gibt es nämlich was zu gucken. Wall of Fame. Da müssen wir jetzt gleich schnell das Schnitzel essen. Ne? Schnell Foto machen. Dann nicht da drauf. Ja. Wenn wir eins wegnehmen von jemandem, den wir gar nicht kennen oder nicht mögen, dann machen wir einfach. Oh, das wird jetzt das Quiz. Wen kennen wir und wen kennen wir nicht? Clement, komm, geh mal vor. Du bist allgemein belesen und ich möchte, dass du viel im Bild bist. Okay, wir starten mal hier. Mikhail Gorbatschow. Okay, Mikhail Gorbatschow kenne ich. Also jetzt nicht persönlich, aber Richard Nixon. Den hätte ich fast nicht erkannt, muss ich sagen. Der ist ja sehr jung. Das ist der einzige Präsident der Vereinigten Staaten in der Geschichte, der jemals von sich aus zurückgetreten ist und das Amt niedergelegt hat. Jimmy Carter, noch ein US-Präsident. Ja, krass. Das ist ja wild. Lyndon B. Johnson, ebenfalls Präsident. Außerdem Neil Armstrong. Okay, es ist aber auch, der Gang ist ja auch ewig. Also das ist ja hier, du hast Keanu Reeves zum Beispiel, du hast irgendeinen Baseballspieler, kenne ich. Ja, der Fürst von Monaco, Prinz Luitpold aus Bayern. Best Buddy. Okay, und hier ist das Klo. Naja. Klotest dann später ausführlich, wenn wir mal müssen. Jetzt aber ab zum Tisch, denn ich habe einen Hunger. Peter. Ich habe auch richtig Hunger. Ich möchte drei Gänge essen. Ich möchte eine Vorspeise, bitte. Ja, selbstverständlich. Wir gucken mal in die Karte. Komm mit. Zu Tisch angekommen, Peter. Das sieht wirklich sehr schön aus. Du hast schon extra nachgefragt, ob das alles Silberbesteck ist. Mhm, ist es. Und dann war auch die Ansage, alles hier ist Silber. Das bezweifle ich allerdings. Das ist kein Silber. Vorspeisen. Vorspeisen. Es gibt ein breites Bouquet an Vorspeisen. 9 Stück, davon auch 4 vegetarische, was ganz schön ist, weil es extra gekennzeichnet ist. Plus die Austern, das wären dann 10 Stück. Möchtest du eine Auster? Ich frage dich jetzt einfach mal. Ja. Okay. Es gibt Weinbergschnecken mit Kräuterbutter und einem
Baguette. Sehr gut, finde ich sehr lecker. Und auch für mich ganz interessant, ich bin ja großer Carpaccio-Fan. Ne? Hier gibt es nämlich einen Carpaccio Cipriani. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Mit der Haussoße. Haussoße klingt immer gut. Man muss immer Sachen bestellen, wo Haussoße dran steht. Wenn man 80 Jahre was so erfolgreich macht, dass hier die halbe US-amerikanische Präsidentschaft hier durchgelaufen ist, dann würde ich auch alles nehmen, wo überall Haussoße dran steht. Und Hauptgericht ist ja klar, ne? Das ist selbstverständlich die Hausspezialität seit 80 Jahren, das Wiener Schnitzel. Richtig, für 64 Stutz. Das günstigste, was ihr hier essen könnt, ist Ricotta, Spinat, Ravioli an Tomaten, Coulis. Coulis für 38 Franken. Stutz. Oh Gott, ich war gerade sagen. Als Nachspeise gibt es auch was Besonderes, aber dazu erst, wenn wir da sind, würde ich sagen. Peter hat noch die Bibel, wie es hier heißt, gerade eben bekommen. Also, das ist die Weinkarte und sie ist schwer und dick, also passt perfekt zu mir. Es wird hier aber auch ein bisschen geschummelt, weil das ist jetzt nicht so viel ganz dünnes Papier, dass man unendlich viele Positionen hat. Nein, die einzelnen Seiten sind alleine schon sehr schwer. Es wird trotzdem viele Positionen geben. Und das finde ich sehr schön, wenn das in der Weinkarte passiert, dass einzelne Weine hier dann auch noch so erklärt werden, dass man ungefähr weiß, warum sind die besonders. Das passiert nämlich häufig in Weinkarten nicht und dann klappt man die auf und denkt sich, ich habe keine Ahnung, was hier steht. Es könnte auch eine fremde Sprache sein. Hier Bordeaux, habe ich vorher schon gelesen. Hier ist die große Liebe gegenüber Weinen von Bordeaux. Deswegen sind die Hausweine auch aus dem Bordeaux. Sollen wir denn einen Wein trinken? Sehr gerne. Bei so einer Auswahl müssten wir eigentlich. Also mein Vorschlag wäre, wir nehmen einfach eine Flasche vom Hauswein, weil ich bin halt lost. Dann machen wir das und gehen mal ins Bestellen, würde ich sagen. Das wäre das Chateau La Motte, Jahrgang 75. Mhm. Das ist schon ganz schön alt. Und das ist Moutou Cadet, das ist 20er Jahrgang. Spricht jetzt dafür, dass sozusagen der eine so viel älter ist und der andere so viel jünger und die beide gleich viel kosten, dass der Jüngere irgendwie qualitativ hochwertiger ist? Ja, okay, der Alte ist halt sehr alt. Was ja manchmal auch gut ist, oder? Es kommt drauf an. Ja, okay, also verstehe. Manche mögen den, manche mögen den nicht. Dann ist gut, dass sie uns das probieren lassen. Wir probieren beide aus dem gleichen Glas, wenn das okay ist. Ja, natürlich. Also. Aber der hat aber auch schon eine Farbe. Oh. Und der ist auf dem Motorrad-Schild. Ah, verstehe. Ich wäre eindeutig für den Jüngeren. Da merkt man das Alter schon so, dass das so ein bisschen... Er ist speziell. Ja, meine erste Konnotation war Essig. So weit ist er noch nicht, aber das ist so das Erste, woran man gedacht hat. Er ist ja, speziell. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wir würden gerne eine Flasche von dem haben. Sehr gerne. In Ordnung. Nicht mal gefragt worden, hat er einfach entschieden. Ich finde den Älteren zum Beispiel sehr lecker. Entschuldigung, du möchtest lieber den Alten? Wir können noch zwei Flaschen nehmen. Ah ja, können wir das machen? Trinkt noch jemand mit hier? Ich bringe noch zwei Gläser von dem Alten. Und ein Glas, das stimmt, sie schenken ja auch glasweise aus, ne? Ja, machen wir es einfach glasweise. Für dann nehme ich ein Glas von dem Alten, du von dem Jungen und du von dem Alten. Und Julian hat noch gar nichts probiert, du kriegst einfach dem Jungen auch gut. Ja. Auch so, war aber schön. Das ist dann zum Abmessen von einmal. Ah, okay, gut. Sehr, ja, sehr gut. Und dann machst du einen Pfropfen rein, dann hast du auch Wegproviant. Ja, stimmt. Dann warten wir jetzt mal, bis es losgeht und dann sehen wir uns bei der Vorspeise wieder. Ich bin bereit. Für ein Stückchen Vorspeise? Ja. Ich freue mich richtig. Das sieht so unfassbar geil aus. Ob es jetzt, ich glaube, 29 Franken worth ist, ja, das werden wir jetzt rausfinden. Da wurde ja auch Arbeitszeit rein investiert, ne? Stimmt, ist ja, im Küchen machen die das ja nie. Ja. Ist ja immer, da Arbeitszeit, die wir sehen konnten. Das ist keine Fertigsoße, die das wurde frisch gemacht. Keine Fertigsoße. Möchtest du hier mal reindippen? Ja. Ich nehme auch ohne Salat erstmal. Cheers. Cheers, ne? Prost. Oh.
Soße ist gut. Intensiv ist die. Soße ist sehr intensiv. Mhm. Ich bin auch gerade irritiert, wo das herkommt. Wir haben ja alles gesehen. Aber viel Zitrone auf jeden Fall. Aber genau on point. Sehr lecker. Ich sag wirklich, das ist nicht viel Firlefanz, nicht überfüllt mit Rucola. Pinienkerne gehen immer. Das ist bei mir eine klassische 9 von 10. Oh. Ich finde das super lecker. 7. Gebe ich. Finde ich auch gut, aber jetzt nicht so bahnbrechend. Willst du mal Austern? Austern? Ich nehme so ein bisschen Flüssigkeit da raus von der Glibberigkeit. Dann schütten wir ein bisschen Champagner-Sud drüber. Bisschen Zitrone auch noch. Und jetzt wird gegönnt. Mmh. Mmh. Lecker. Mhm. Sehr gut, das freut mich für dich. Auch sauer, aber geil. Ich habe auch Zitrone extra nochmal drüber gemacht. Mhm. Richtig gut. Und dann würde ich sagen, ich halte mich jetzt gerade bei den Austern raus, aber ich würde mal kurz bei Timo in die Schnecken dippen. Das möchte ich auch. Du? Das möchten wir alle. Ach, du hast eine Schneckengabel. Mein erstes Mal. Ich mache viele erste Sachen mit dir immer, wenn es um Essen geht. Finde ich voll gut. Ja. Ich mache das jetzt mal mit der Gabel, wenn das okay ist. Hier ist noch Porzellan in der Mitte. Ja, genau. Du wirst wahrscheinlich, das ist so ein Ding, wo du quasi so Ausbuchtungen für die Schnecken hast. So ein Scoop. Ja, genau. So, ich möchte kurz betonen, ihr habt mir den ganzen Tag gesagt, das schmeckt wie Chicken, weil wir schon darüber geredet haben, wenn mich jetzt einer verarscht hat. Das schmeckt überhaupt nicht wie Chicken. Okay. Ah, okay, let's try. Knoblauchig, ja. Butterig, ja. Bröselig. Ansonsten ein sehr neutraler Geschmack, gar nicht schleimig oder sonst irgendwie was man denken würde, sondern einen relativ aktiven, guten Biss. Ich finde es sehr lecker. Der Biss überrascht mich auch, muss ich sagen. Der Biss ist schon sehr, ist wie ein Muskel. Der Biss ist wirklich überhaupt nicht. Ja, aber es schmeckt wie so ein Muskel, ganz normal, so wenn du das essen würdest. Wenn du das jemandem geben würdest und ihn fragen würdest, was für ein Tier ist das, diese Person würde never ever im Leben Schnecke sagen. Hm. Außer die kennt quasi das, worin die Schnecke in der Regel gebacken wird. Hm. Sehr knoblauchig, bröselig so. Ich finde das sehr lecker. Also ich finde das sehr gut. Das ist 8 von 10 für mich. Ja, ich würde mich anschließen. Ich finde das wirklich lecker. Also das könnte ich mir auch so reinziehen. Achso, die Aussage habe ich gar nicht bewertet. Das ist auch eine 8 von 10 für mich. Das kann man schon schlecht sein. Das finde ich schon besser als das, aber sag ich ganz ehrlich. Aber das ist jetzt ja auch eine Vorspeise und noch mehr Highlights erwarten uns dann ja im Hauptgang. Oh, snobbig lecker. Geil. Komm, wir essen mal. Geht fleißig los jetzt gleich, Peter. Es geht fleißig los. Es wird frisch geschnitzelt für uns beide, yeah. Es wird frisch geschnitzelt für uns beide, yeah. Bist du bereit? Ja. Wiener Schnitzel am Tisch zubereitet. Mhm. Check. Mit reiner Butter in Kupferpfanne gebraten. Wir sehen die Kupferpfanne. Check. Mit Nüdli und Brösemehl. Dazu unsere feinen Preiselbeeren serviert. Ich hab so Bock da drauf. Und dass es auch hier zubereitet wird, das gibt mir wirklich den Rest. Das kann nur gut werden. Das wären die Preiselbeeren. Ein Träumchen. Die sind aber wirklich flach. Die sind wirklich ganz schön flach. Ganz schön lang auch. Boah. So. Die kleben ja. Oh mein Gott, eine Sekunde, sorry. Oh mein Gott, das ist ja wie so eine Präsentation von einem Bild. Ich glaube, hätte ich das in der Uni gemacht, dann hätte ich auch bessere Noten bekommen. Ja, wirklich. Okay. Ja. Kalbschnitzeli vom Kalbsbäckli, nicht von der Backe, von der Backe. Ja, okay. Werden Zentimeter dick geschnitten, dann so flach geklopft, dann kommt ein bisschen Butter dazu. Alles light und vegan. Ja, genau. Dann haben wir das Ganze vom Ei mit Parmesankäse. Die Panade ist von unserem Toast, vom Weißbrot ohne Rand. Wird seit über 80 Jahren gemacht und machen 1400 Schnitzel im Monat. Boah. Mehr als 60 am Tag. Dazu benutzen wir Kupferpfannen. Es kommt so ein bisschen Butter da rein. Flocke, ne? Ein kleines. Mühe. Ein kleines Flöckchen. Peter ist jetzt einfach weg. Jetzt wissen wir gar nicht mehr wohin. Der ist jetzt einfach da hinten. Der Mann ist total. Feuer und Flamme. Ja, das ist wirklich Mühebutter. Ich brauche auch so einen kleinen Wagen mit einfach Gasanschluss unten, damit ich jederzeit einfach meinen Schnitzel anschwenken kann. Jetzt mal, so wie es von jetzt haben wir mal Butter bei der Schnitzel. Ah, und ausgewickelt wieder im Ei. Mit Parmesan. Ne? Ah, so macht man das, dass man sich die Finger nicht dreckig macht. Mmh. Ja, das ist natürlich unfair. Nächstes Mal, wenn du Pizza mit kocht oder so, wenn es um Schnitzel geht, dann weißt du natürlich schon, was du machst. Ja, was einfach mit einem Löffel und einer Gabel. Boah. Man braucht einfach auch nur sehr viel und so. Ja, aber das viel, kann man ja auch Vorrat machen. Einfach jeden Morgen Schnitzel, schnell. Ja. Und zügig, ist gar kein Problem, ne? Oh, guck mal, eingewickelt, aufgewickelt. Ja, das ist auch schon ein Gerät, ne? Der ist immer noch riesig.
Ja, sag mal. Guck mal, wie das vermüht wird hier. Siehst du das? Ja. Das ist wie so eine Szene von Dune. Boah, ist das gut. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir nur zwei Schnitzel bestellt hätten, hätte eine von der M gereicht. Aber nee. Wir brauchen ja drei. Drei, weil Timo kriegt natürlich auch noch Schnitzel. Wenn Timo muss noch mal mir das von Namen angucken. Vegetarier sagt, ich gehe mal, ich rück mal mit Peter mit. So, ich werde die Größen, die noch gemacht, kommen dann auf die Nudeln drauf. Ach so. Während das Schnitzel da brutzelt. Okay, dann kann ich das nicht wieder machen. Ja, alles gut. Puh, das sind noch mal aus. Jetzt werden wir noch so klein gehauen. Das habe ich noch nie gegessen, ne? Noch nie. Das ist einfach im Endeffekt so eine Mischung aus dem Ei und dem Toastbrot. Einfach jetzt noch mal so klein gemacht, in der Butter frittiert sozusagen. Ja, ja. Es wird angerichtet. Die Nudeln kommen gerade frisch aus der Küche. Was hast du da nur angerichtet? Peter, es ist angerichtet. Magst du Butter gerne? Bin allergisch. Einmal ein bisschen Zitrönchen rüber. Das auch schon so ein bisschen Frische gibt, was auch, glaube ich, hilft. Dann schauen wir mal. Also ich würde jetzt mal nur vermuten von der Zubereitung, die wir gesehen haben, es wird ein bisschen intensiver vom Geschmack. Da hinten kommen schon die Ravioli für die anderen. Sehr gut. Ich finde, das ist ein Top-Kontrastprogramm, was hier gefahren wird. Das ist 10 von 10, ey. Fantastisch. Ich habe gerade gedacht, oh, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Kruste, schön knusprig, bröselt sehr schnell. Ich nehme erstmal nur Schnitzel. Ich werde hier noch ein bisschen Panade nehmen. Das schmeckt gut. Das schmeckt butterig, das schmeckt bröselig. Es ist pervers im positivsten Sinne. Das ist das gute Statement. Das ist auch die richtige Aussage. Lecker und gut. Ja, aber man weiß, dass man eigentlich gerade was Verbotenes fast schon tut. Gerne. Aber was Verbotenes ist auch was Tolles. Je nachdem, was man macht. So Mord ist scheiße, aber das ist noch in dem Rahmen, wo es cool ist. Das hier ist, Eltern sind aus dem Haus und du hast eine ganze Butter zur Verfügung. Ja, das sind die genau. Zwei Sachen, die hier zusammenkommen Eltern und du freust dich diebisch. Oder bei mir, wo ich herkomme, Eltern sind aus dem Haus. Ich weiß, wir haben noch Fleischrollen eingefroren und Pommes und ich werfe jetzt die Fritteuse an und gönne mir mal richtig. Mhm. Kommen wir mal hierzu. Ich finde das sehr lecker. Ich fand das so schön, dass hier gesagt wurde, in der Eimischung ist Parmesan drin, weil der ist weg. Der ist einfach weg. Also das der stimmt, ist weggebuttert. Der ist wirklich. Ach, also, recht. Das hätte man mir sagen können, das hätte ich in einer Million Jahren nicht erschmeckt. Nüdelchen dazu. Im Vergleich zur Carpaccio-Soße hast du natürlich in dem Gericht kaum Säure. Ja. Du hast keine Bitternoten, du hast nur Cremigkeit, du hast Butternudeln auch. Klasse, Fettigkeit, ja, genau. Aber nicht mal übertrieben, sondern da könnte man auch noch theoretisch noch mehr Salz drauf ballern, wird auch noch funktionieren. Mhm. Aber es ist ein einseitiges Gericht, aber das will es auch sein. Mhm. Und das ist auch eine Seite, die ich mag. Total. Ich finde auch durch die Preiselbeeren, gerade weil du das jetzt mit Nudeln machst, nochmal so eine Süße da durchzuziehen, wenn es ein bisschen zu heavy wird, weil das dann, sonst wäre es zu monoton. Aber per se ist es auch ein eskalierter Kinderteller, ne? Ja, volle Kanne. Muss man sagen. Das ist, also, das ist so, richtig gute Beschreibung. Ja, das ist der eskalierte Kinderteller mit so, ja, kann der Nudeln dazu? So, das ist das, was meine Eltern da gemacht haben. Aber ich muss hier zustimmen, es ist, erfüllt so eine perverse Fantasie irgendwie tief in einem drin. Hast du gerade Handcreme bekommen? Das ist ja wirklich der Hammer hier. Servicemäßig sage ich jetzt schon safe 10 von 10. Ja, das ist fantastisch. Ich mag das. Ich mag das, wenn Leute so sehr involviert sind. Natürlich, wir filmen auch, klar. Wir sehen auch aus wie zwei Snobs, klar. Mhm. Wir trinken auch guten Wein, auch, na klar. Also wirklich, wir waren noch nie so nah beim Snob, treten wirklich an. Also du trinkst gerade Rothschildwein, das ist schon, also muss man auch mal fair dazu sagen, das ist schon, naja. Ist schon schön, ne? Könnte schlimmer sein. Ich gebe 9. Ich gebe auch 9. Mir fehlt eine Soße noch, das wird es für mich abrunden. Oder eine Perversion. Irgendein Kniff noch. Wer ist mal auf? Das geht nicht. Wir haben die Dessertkarte. Ich fühle mich gebuttert von innen. Ich habe Angst, dass wirklich alles, was wir jetzt uns noch in den Magen schaufeln, so reingeht und dann einfach flutscht, weil alles so geölt ist, weißt du? Hier sind die ganzen Member-Sachen und so. Da sind auch ganz viele Geheimbunde und so mit dabei. Die googeln wir jetzt alle und wollen denen beitreten. Das ist noch so mal unser Oberziel. Da kommen dann vielleicht auch noch mal Videos zu. Wir haben ganz viele Sachen an der Tür gesehen. Wisst ihr noch, als ich oben was vom Lions Club geredet habe? Die sind literally hier am Start, ne? Da ist ein Lions Club-Schild an der Tür. Ich habe es gerade gesehen. Also falls ihr in so einer Special Vereinigung seid, vor allen Dingen, wenn ihr hier vorne seid, dann ladet uns mal ein, weil bei den meisten kannst du nur beitreten, wenn du von einem persönlichen Menschen gesponsert bist. Korrekt. Wir sind stark interessiert daran. Wir würden auch mehrere Geheimbünde, die aber nicht so geheim sind, weil sie überall Schilder hängen haben, machen. Also wie das Lions Club-Schild, was wir hier gerade identifizieren konnten, die literally hier mit am Start sind. Wir würden uns freuen, wenn wir dafür was machen müssten, Posting im Monat oder so, wir wären dabei. Weil dann kriegen die ja Öffentlichkeit, das wollen die nicht. Ja, stimmt. Ich glaube, wir sind voll die Erzfeinde von den Leuten. Ich mache einen Post für eine andere Firma und gebe das Geld denen. Stimmt, die haben ja Firmen bestimmt.
Ja, bestimmt, die man pushen muss oder so. Oder Hashtag geheim. Husa! Nachtischkarte. So, Dessert, hier ist noch ein Bild drauf, wie es höchstwahrscheinlich früher aussah. Denn das waren auch viele Bilder, wie das schön im Internet inszeniert wurde. Ich dachte, wir sind idyllisch irgendwo im Wald, wir sind hier mitten in Luzern. Das ist wirklich so gegenüber das Einkaufszentrum. Aber das Ding steht hier schon auf der Ecke. Löwenplatz. Digestiv. Holen wir uns ein Digestiv? Machen wir nicht hier. Ne? Wir haben gerade tatsächlich abgeklärt bekommen, dass wir höchstwahrscheinlich doch oben noch mal in die Zigarren-Lounge rein. Da machen wir das dann eher. Rein gucken können. Ja, darf ich schon sagen. Ne? So den stimme ich dir zu. Ein oder anderen Rothschild, den kann man da schon mal poppen. Ich möchte hier noch ein Dessert essen und dazu zählt auf jeden Fall Crêpes Suzette. Wichtig. Was hier am Tisch zubereitet und flambiert wird. Hier auch die Entstehungsgeschichte darunter. Das legendäre am Tisch flambierte Dessert wurde 1896 im Hotel Café de Paris in Monte Carlo zu Ehren der Begleiterin von Prince of Wales, König Edward VI. Kreiert. Siebten. Dann gibt es noch eine House Speciality. Richtig. Das berühmte Schokoladenmousse am Tisch geschöpft wurde von dem New Yorker Herald Tribune zum besten Mousse der Schweiz gewählt. Können wir uns eigentlich nicht entgehen lassen. Die Sachen nehmen wir? Safe, oder? Ja. Ich hatte nie ein Crêpes Suzette, glaube ich. Ich auch noch nie einen frisch gemachten. Ja, ich bin bereit. Deswegen holen wir uns jetzt einen. Wir sind bereit. Und dann geht's gleich wieder los, denn wir haben jetzt jeden Gang am Tisch zubereitet bekommen. Also durch die Action-Küche hier. Wollt ihr mal in den Kommentaren schätzen, wie teuer das Ganze wird? Ich glaube, ihr habt so ungefähr eingeordnet. Wir wollt es mal schätzen. Weil das würde mich echt mal interessieren, ob jemand auf den Preis kommt für jetzt 5 Leute, die hier mitessen. Ich sag, eingerechnet mit unserem Digestiv noch oben, vielleicht können wir uns was ergaunern. Mit können wir das mal probieren. Mit 5 Leuten. Ja, ich sag 500 Euro. Euro, nicht Stutz? Stutz. 500 Stutz. Ich sag 501, ich bin bestimmt da näher dran. Fuck off. Das ist wirklich, das ist nur noch asozial. Nee, ich sag, sonst ist es kacke, ich sag 599. Was kriegt der Gewinner? Ist okay, ich schlaf bei dir im Bett. Wir sehen's gleich. Das Dessert wird jetzt zubereitet. Es steht sehr viel Alkohol da vor Ort, das heißt, es wird gleich richtig knallen. Aber ich bin bereit, ne? Also erstmal karamellisieren, ein Bett von also Zucker. Also erst, wenn die Krebs in der Pfanne sind, dann kommt der Brandy rein und dann geht's los. Doppelbrandy. Einmal normal und einmal mit Orange. Ah ja, wir haben in der Karte gelernt, was wolltest du sagen? Dass es aus Monaco kommt. Und das wurde da einfach so am Tisch für die Gattin des Königs gemacht. Gibt es da noch eine Side-Story? War das so ein spontanes Ding, weil die sehr picky Eater war und gesagt hat, ich möchte jetzt aber was in Zucker mit einem Crepe und noch einem Orangenbrandy dazu? Weil auf die spontane Kombination muss ja auch erstmal kommen, ne? Dass man sagt, nee, das ist schon für sie extra genauso zubereitet. Oh Gott, da geht's weiter. Endlich wieder Butter. Ah ja, ja. Und das ist Orangensaft? Abgelöscht mit Orange. Wird ja ein bisschen fest werden. Oh ja, Und die werden jetzt da drin geschwenkt oder was passiert damit? Die sind ja schon vorgekreppt. Ah, die werden jetzt in kleine Dreiecke gefaltet. Ja, die kommen da jetzt erst nochmal rein, dann ziehen die so ein bisschen von der Feuchtigkeit wahrscheinlich auf. Hattest du schon Crêpes Suzette? Ich hatte noch keins am Tisch zubereitet. Also eigentlich nein, weil Crêpes Suzette ist ja immer am Tisch zubereitet, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt wird das so geil in der Flüssigkeit gewendet, dass ich das nochmal so schön vollziehen kann mit Geschmack. O-Saftzucker, ne? O-Saftzuckerbutter. Also. Und Zitronen. Und Zitronensaft. Jetzt kommt der Alkohol. Das macht gleich Peng wieder, ne? Doppelbrandy. Jetzt geht's los. Jawoll! Ui. Burn, baby, burn. Also. Oh. Wunderschön. Hammer. Kann man mal klatschen. Jetzt können wir es ja auch offiziell machen. Wir wurden gerade tatsächlich von einer der Familienmitglieder, die auch heute Abend hier ist. Sie ist gerade zu uns gekommen und wir wurden danach nochmal oben in die Zigarren-Lounge jetzt auch wirklich eingeladen. Das sollte eigentlich nur ein Gag werden. Wir dürfen es nicht filmen, aber wir wurden jetzt vom Haus aus auf eingeladen. Eine Zigarre eingeladen sogar. Nicht nur, dass wir da hoch dürfen, sondern auch auf eine Zigarre eingeladen. In den Club, wo auch schon Clubmember gerade sind. Oh, und da geht's weiter mit dem Mousse. Dein Körper da braucht das jetzt. Die kommt dann höchstwahrscheinlich noch drüber. Über das, jetzt kommt die heiße Soße, über das kalte Eis und dann ist es ein Spiel mit den Temperaturen. Und jetzt schau dir das an, schau dir das an. Oh. Das ist wirklich der Inbegriff von so einer urigen, geilen Hausmannsküche, ne? Ich komme nicht klar. Ja, die urige Hausmannsküche, entstanden in Monaco für den König. Yeah. Dankeschön. Probieren wir schon mal, bis meine Mousse kommt. Die wird hier gerade auch noch frisch gewickelt. Einmal
Boah. Komm, wir probieren mal eben. Bevor uns jetzt hier alles weggeht. Du gehst zuerst in die Sauce. Heute wird, heute ist krass. Dankeschön. Och, in einem Herzchen. Danke. Das ist crazy. Fucking awesome. Sehr süß, aber es wird auch irgendwie so konterkariert zwischendurch und es ist, I love it. Du hast halt den Brandy da drin, diesen Orangen-Brandy, du hast Orangensaft, du hast Zitronensaft, du hast Zucker. Das macht es natürlich fruchtzuckerlich und säuerlich auf einem ganz anderen Level nochmal. Aber ich sag mal, es ist trotzdem so ein Herzensessen alles irgendwie gefühlt gewesen. Alles hier zubereitet, direkt vor der Nase. Ich fühle mich wohlig und ich fühle mich gut. Das ist eine 8 für mich. Das hier? Das ist ein 10 von 10. Ja, ich finde das übertrieben geil. Ja, ist meins. Dann haben wir noch unser Mousse. Ist da noch mal ein weißes Mousse drunter, auf dem das Herz ist? Peter, bist du bereit fürs Mousse? Ja, ich weiß gar nicht so ganz, was das ist, muss ich sagen. Mousse au Chocolat? Ja, Mousse au Chocolat mit Sahne, glaube ich. Ne? Seit 100 Jahren das gleiche Rezept. Hat eine krasse Konsistenz. Das ist auch sehr, sehr gut. Das ist Himmel. Das ist wirklich auf Wolken. Ist wie Wolke im Mund, aber Schokowolke im Mund. Das ist krass. Früher bei meiner Oma immer vom Fernseher noch mal einen Schokopudding essen dürfen, die mit der Sahne so da drin, weißt du, oben mit dem kleinen Hütchen. Ach so, die da oben drüber. Die ganz lang waren, aber. Und das ist im Prinzip das, nur auf noch mal hochgepimpt. Das ist so die gleiche Fluffigkeit. Und krasse Konsistenz, das geht schon fast Richtung Teig. Teig ist sehr gut, würde ich genauso zustimmen. Teig, der dann so fluffig wirft. Ich finde es insane lecker. Du bist nicht so ein Süßer, dafür ist gerade, muss ich auch mal sagen. Deswegen ist das für mich auch eine 7, weil das finde ich auch nicht so geil wie das hier, das ist fruchtiger. Und das ist eine 8 gewesen, ne? Ja, genau. Muss man noch mal kurz festhalten, bei Peter ist eine 8 von 10 für den Nachtisch schon insane. Das ist das Beste, was der Nachtisch machen kann. Ja, eigentlich. Dagegen ist das bei mir auch eher eine 8, muss ich sagen. Oh, damn, ich würde auch son! Der Nachttisch macht irgendwas mit dir. Ja, das ist wirklich, ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich die 4,5 Liter Brandy, die du da gerade reinschaufelst. Also, wir erstmal auf und dann schauen wir mal, wie unser Abend hier weiter verläuft. Wir sind draußen angekommen nach der Zigarren-Lounge. Das waren wilde Erlebnisse, die da stattgefunden haben. Man muss sagen, es wurde, was da passiert ist, bleibt unter uns. Ich hätte gerne Kamera dabei gehabt, muss ich sagen. Ja, da sind verrückte Dinge passiert. Oben ist Social Media Verbot. Wir haben aber auch mit der Frau des Eigentümers, also per se ist sie auch die Eigentümerin, dritte Generation ist das jetzt ja hier, gerade noch lange zusammengesessen und eine Champagner-Dusche genossen. Kleines Hoppala noch passiert. Ja, als wäre Formel 1-Rennen gewonnen. Ja, also Timo und ich, wir kleben auf jeden Fall. Peter nicht, Peter wurde geschützt. Ja, ich war von euch. Ja, danke, gerne. Ja, Dankeschön. Aber es ist ein wunderbares Erlebnis und auch sehr gastfreundlich. Wir filmen natürlich aus, das ist dann, muss man auch immer dazu sagen. Ja gut, aber da waren ja auch andere Gäste, um die sich auch gekümmert wurde. Total. Also für mich ist es, wie die auch gerade gesagt haben, ne, unter Berücksichtigung, dass auch halt Fleisch hier dreimal so teuer ist wie bei uns in Deutschland und die wirklich auch gut verwenden. Kann man auch mal nett sein, meinst du? Nee, das ist natürlich auch das Preisthema. Du hast gewonnen, weil wir waren bei 581 Euro. Oh, knapp aber, mit 599. Ja, aber das war näher dran. 81 Euro hast gewonnen. Was würdest du der ganzen Nummer insgesamt geben? Ich habe eine ganz klare Meinung. Das ganze Ding, mach mal nicht nur Essen, sondern auch mit allem drum und dran. Das war schon sehr gut, muss ich sagen. Es ist bei mir, es ist eine 9 von 10. Ich muss Preis-Leistung mit einrechnen. Ja, und 100%. Am Ende, es war so eine sehr besoffene Amerikanerin, die ging auf. Ja, die war, das war wirklich, aber das war ja Entertainment pur. Das fand ich einfach nur fantastisch. Die hat mich wirklich eingehakt und dann ist die mit mir zu diesem Humidor gegangen und meinte, das rauchen mein Mann und ich immer, ich kaufe dir eine. Und dann habe ich mich direkt so gefühlt, als wäre ich jetzt irgendwie der Knappe und dachte mir so, in was eskaliert das gerade? Als wäre ich der Toyboy. Und dann habe ich so gesagt, okay. Und dann kam die Eigentümerin und meinte, nein, also wenn ihr jetzt eine Zigarre wollt, lade ich euch ein. Dann meinte sie, nein, ich kaufe dir eine. Ja, so, und dann meinte sie so, nein. Ja, und dann war ich so, ich glaube, ich möchte einfach gar keine, wenn das okay ist. Naja, was passiert ist dann danach? Champagner gab es auf jeden Fall reichlich. Ich sage 9 von 10 auch bei mir auf jeden Fall. Du hast den ganzen Abend nicht deine wahre Optik gesehen. Ja, weil ich hab's der Eigentümerin erzählt und die meinte auch, ja, das war das besser so, dass es nicht passiert ist. Ne? Also sind wir auch ganz ehrlich so. Also toller Laden, ich würde wieder hinkommen. Und wichtiges Statement, und das war mir noch wichtig zu betonen, weil ich habe jetzt auch lange mit ihr geredet und sie meinte, uns ist schon klar, was das hier kostet. Und hier verzichten halt Leute auch mal auf einfach ein paar andere Sachen, um sich hier dann mal ein Schnitzel als was Special-mäßiges zu gönnen. Also sehen die selber auch so. Und so kann man es, finde ich, auch betrachten. Und dann ist es immer noch super teuer, aber worth it, würden wir sagen. Danke, Löwenanteil. Danke, Löwenanteil. Wir fahren jetzt nach Hause. Bis morgen. Übermorgen. Tschüss. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like meinen Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.